Wir haben uns beim letzten Mal schon angeschaut, wie man vom Tomatensaatgut zur kräftigen Jungpflanze kommt. Und heute schauen wir uns die nächsten Schritte an. Hallo Monika. Hallo Stefan. Dass du wieder unterstützt. Ja, bitte gerne. Sowieso. So, wir hören jetzt bei den Tomatenjungpflanzen. So, ab wann ist jetzt eine Jungpflanze groß genug, stark genug, dass ich es raussetzen kann ins Freiland? Du, ich habe da welche mitgebracht in unterschiedlichen Stadien, damit wir sagen können, wie groß soll die jetzt wirklich sein. So schaut die jetzt aus, wenn du sie ausgesät hast, nach ungefähr 14 Tagen, 3 Wochen. Das ist jetzt diese Jungpflanze. Schon kräftigen Stiel, schöne Wurzeln, so wird sie dann umgetopft. Dann kommt sie in unseren Topf hinein. Da ist sie jetzt ungefähr 2 Wochen drinnen. Sie kommt von der Stammhöhe ungefähr zur Hälfte in die Erde hinein, damit sie mehr Wurzeln kriegt, damit sie kräftiger anwächst, mehr Wasser, mehr Nährstoffe aufnehmen kann. Da sieht man sehr schon ganz gut, wie weit die eigentlich drinnen steckt. Genau. Also so tief kann man die ruhig dann reinsetzen. Genau. Aber das schauen wir uns dann im Beet an. Und wenn sie jetzt dann in dieser Größe ist, dann ist sie tauglich, um ins Freie ausgelassen zu werden. Dann können wir sie freilassen. Du als Profigärtnerin, du hast ja in deiner Gärtnerei unzählige, über 200 verschiedene Tomatensorten. Aber was ist jetzt wirklich gut geeignet für ein normales Beet, für Hochbeet, Balkon, in Topf? Paradeiser sind meine große Leidenschaft und deswegen habe ich so viele Sorten und da kann man natürlich jetzt dann wirklich aus dem großen Pool der Sorten auswählen, wo setze ich jetzt welche hin, wo passt welche am besten, vor allem wo bleiben sie gesund, wo entwickeln sie sich gut und wo haben wir dann einfach im Sommer wirklich eine Freude an die Früchte, die wir dann ernten können. Ochsenherz zum Beispiel habe ich mal versucht, ist ein bisschen eine empfindliche Sorte. Genau, Ochsenherz oder viele, viele Fleischparadeiser, die brauchen einen Schutz. Das heißt, die kann ich jetzt nicht ins Beet, im Freien hinsetzen. Die brauchen sogar oft auch das Gewächshaus als Schutz, weil sie einfach so große Früchte haben, dass man da einfach eine längere Zeit zur Entwicklung braucht. Und vor allem, allen bekannt, die Braunfäule, Knollenfäule, wie man sie auch noch nennt, ist bei den Paradeisern ein großes Thema. Eine Krankheit, die aufgrund von zu viel Feuchtigkeit im Sommer entstehen kann. Und die ist halt dann auch, wenn ich es nicht geschützt habe, dann eben ein Problem. Und so jetzt fürs Freiland ist eigentlich sehr unempfindlich die Kremser Perle zum Beispiel. Genau, Kremser Perle haben wir zum Beispiel da, die Martina, die ich jetzt da gerade in der Hand habe, und auch eine Fleischparadeiser, die sehr robust ist. Die Schwarze von der Krim haben wir auch da, die jetzt auch mit unserem Klima da sehr gut zurechtkommt und die werden wir jetzt dann da ins Freie einsetzen. Kremser Perle, die wird eben auch nicht ganz so groß, die bleibt ein bisschen kleiner, ein bisschen buschiger, kann man notfalls auch ins Hochbeet setzen. Genau, oder auch in den Topf, also das ist so ein Multi- Tasking-fähige Sorte, sage ich einmal. Beet, Topf, Balkon ist ja auch immer Thema. Viele, viele Gartenliebhaber oder Früchteliebhaber eigentlich, Pflanzenliebhaber haben eben keinen Garten, haben nur einen Balkon oder die Terrasse und da kann man die Kremser Perle auch super verwenden, weil sie einfach nicht so hoch wird. Jetzt geht's ans Eintopfen. So, wir beginnen da mal. Genau. Ich hätte jetzt gesagt, wir haben so ein breites Beet, da können wir ruhig so eine Art Zickzack Das heißt einmal Platz da, machen. Einmal da, genau. So Abstand generell? Naja, so 70 cm so, in etwa ist jetzt nicht schlecht, dass man sie trotzdem auseinandersetzt. Wir wollen sie ein bisschen buschiger wachsen lassen. Die Kremser Perle ist jetzt auch eine Sorte, wo alle, die jetzt das Thema Ausgeizen lieben. Ausgeizen, falls nicht bekannt, das sind diese Blattachseln, da sieht man es ganz gut. Die muss man dann regelmäßig entfernen. Also ich sage jetzt mal bis September, Oktober vielleicht, dass man da dahinter ist. Sonst wird die Tomatenpflanze einfach zu buschig und da geht zu viel Energie verloren und die braucht zu viel Platz. Das ist das Ausgeizen. Und bei der Kremser Perle muss ich das eben nicht machen. Die lassen wir so und deswegen tue ich sie trotzdem auf 70 Entfernung setzen, weil sie ja dann trotzdem ein bisschen eine rundliche Pflanze wird. Ich würde sogar sagen, wir tun es noch ein Stück runterrutschen. Nur ein Stück runter. Dann müssen wir mal schauen, wie wir es... Die Martina wollten wir noch setzen. So ein bisschen eine zweite vielleicht.
zwei. Ja, tun wir, das ist immer geschickt. Genau. Ein Beet, Planen. Das ich von mir habe, wenn ich mir die Sachen einfach ein bisschen aufstelle und wenn ich mir die schon ein bisschen anschaue, verrutschen, sage ich mir, wenn ich es noch nicht eingesetzt habe, kann ich es leicht. Und wenn es eingesetzt ist, dann muss ich es wieder ausgraben. Mhm. Und vielleicht für eine schwarze von der Creme werden wir uns Platzl machen. Schöne Mischung machen wir da. Genau. Ja, ich lege mal direkt los. Ja, dann. Stefan, vergiss den Dünger nicht. Ah, den Dünger, genau. Den tun wir so ein bisschen unten rein, habe ich gehört. Genau, der kommt ins Pflanzloch. Machen wir ein schönes Pflanzloch. Bitte schön. Einmal so ein bisschen reinstreuen einfach. Genau. Was man jetzt noch machen kann, ist dann, wenn die Pflanze jetzt wirklich sich gut entwickelt hat, im Sommer, wenn dann die Früchte drauf sind, dann kann man noch mal ein bisschen nachdüngen. Das heißt, die Erde rund um die Pflanze ein bisschen auflockern, reinstreuen und dann ein bisschen eingießen, dann haben die das. Schaut super aus. Mhm. Wie fest muss ich das andrücken? Wieder diese vier Finger? Reicht vollkommen aus. Ein bisschen am Bodenschluss das haben und das ist vollkommen ausreichend. Die muss ich jetzt auch schon tiefer reinsetzen, weil Tomaten muss ich generell immer tiefer reinsetzen. Ja, bei der Kremser Perle haben wir das Problem, die hat so einen kurzen Stamm, da kannst du nicht großartig was tiefer hineinsetzen. Ah, bei der kann ich das jetzt super machen, das heißt, ich gebe ihr jetzt schon die ganzen Geiztriebe weg, ich gebe ihr jetzt schon die ersten Blätter unten weg und setze sie wirklich bis zur Hälfte des Stammes in die Erde hinein. Das glauben aber die Leute nicht, dass das gut ist, aber da bekommt die Paradeiserpflanze am Stamm entlang Wurzeln. Und je mehr Wurzeln eine Pflanze hat, umso besser kann sie natürlich in der Erde verankert sein, umso besser kann sie Wasser, Nährstoffe und alles aufnehmen und umso kräftiger kann sie auch dem Wind widerstehen, genau. Der sie da draußen oft ganz schön weht. Mhm. Steht es einfach stabiler. Ich glaube, du darfst da, ja, deine Arme sind lang genug, passt. Was ich machen kann, gleich zum Dünger, ist Arme. Ins Pflanzloch die Pflanze ab. Schnitte mehr oder weniger wieder ein. Jetzt tun. Ja, die tun, genau, die tun dann verrotten und dann passt das. Haben wir da gehabt ungefähr? Genau. Ich topfe sie die aus. Beim Austopfen einmal einfach an die Unterseite des Topfes draufdrucken, dann lockert sie das und dann sieht man ganz, ganz wunderschön, wie tolles Wurzelwachstum die Pflanze hat. Und das ist auch ein ganz tolles Zeichen dafür, dass die Pflanze gesund ist und dass die Pflanze noch nicht zu alt ist, wenn die einfach nur ganz weiß, ganz hell sind, die Wurzeln, und sehr gut durchwurzelt ist, weil dann weiß man, dass die nicht geschwind irgendwann einmal eingesteckt worden ist, sondern da schon wirklich sich gut entwickelt hat im Topf. So, die kann jetzt ein bisschen tiefer, haben wir gesagt. Genau, die kann jetzt ein bisschen tiefer. Da darfst du schon noch ein bisschen runterkommen. Genau. Sehr gut. Ja, die verschwindet da fast als Ganzes. Ja, genau. Drauf. Schau dir das an. Ja, und bei der ist jetzt auch wichtig, die wird jetzt höher. Das heißt, die darf dann auch einen Stock kriegen. Mhm. Die wird dann auch aufgebunden und eben regelmäßig ausgegeizt. Die Kremser Perle, die ein bisschen niedriger und buschiger bleibt, die muss man jetzt nicht unbedingt anbinden? Die braucht erst, wenn sie ein bisschen größer ist, dann einen Stock, damit sie einfach die ganze Pflanze bzw. die Früchte dann einfach gut tragen kann. Aber noch nicht ganz am Anfang, genau. Mhm. So, muss ich das jetzt eigentlich laufend dann im Jahr auch düngen oder ist das jetzt einfach einmal der Start, den wir schon gegeben haben beim Einsetzen dieser Dünger, beim Eingraben? Genau, und nicht wenn sie dann die Früchte haben, dann tut man noch einmal rund um den Ding. So, jetzt haben wir da eigentlich eine wunderbare Mischung. Jetzt wird man das vielleicht ein bisschen beschriften, dass wir das nicht durcheinander bringen. Du hast da Steckschilder, die du da dazu stecken kannst. Mhm. Ja, die stecken wir da einfach. Das ist nicht Martina, das ist Kremserperle, das ist Martina. Da haben wir schon wieder falsch. So, ich tue jetzt dann die andere da noch einsetzen. Kremser Perle haben wir da gehabt. So. Genau. Da gibt es auch noch ein Schild. Da sieht man wirklich, wie schön locker da die Erde ist. So, Kremser Perle. Haben wir gesagt, sie eignet sich auch ganz gut für Terrassenbepflanzungen. Da haben wir nämlich schon einen Topf vorbereitet. Magst du mir geschwind einen Dünger geben, bevor du zu deinem Topf gehst? Dankeschön. Einmal Dünger. Sehr gut, wie gesagt, geeignet ist diese Kremser Perle, die ein bisschen buschiger bleibt und die ganz so anspruchsvoll ist. Die passt da sehr gut im Topf drinnen. Genau. Dankeschön. Ein bisschen an Dünger. Schau, die Abschnitte von der Tina kriegt es auch noch eine. Da wird nichts verschwendet. Das wäre schade drum. So, da brauche ich eh noch ein bisschen Erde. Ich hole mir da schon mal ein bisschen Erde von da hinten. So, da. Sehr gut. Für
für meinen Balkon. Die kann bei dir wachsen. Genau. Da haben wir jetzt nur eine freie Stelle. Ja, genau. Die schwarze von der Krim. Mhm. Diese Fleischparadeiser, die da, die kannst du mir da noch unten ein bisschen wegtun. Und ich mache dabei das Loch. Ah, die hat auch schon herrliche Wurzeln. Ja. Ja, das ist einfach wirklich ein Zeichen dafür, dass die Pflanzen gesund sind und dass sie in Ruhe sich entwickeln haben können. Mhm. Bei den anderen Pflanzen oft, die man sieht, entweder umkreisen die Wurzeln den ganzen Ballen im Prinzip, dann heißt es, die Pflanzen sind ganz lang in diesem Topf, haben ganz lang drinstehen müssen und wenn sie nur ein paar Wurzeln haben, dann sind sie ganz schnell herangezogen worden, dass sie wirklich ganz, ganz hohe Temperaturen ausgesetzt sind, dass sie schnell wachsen, aber die hat sich jetzt einfach wirklich schön gemütlich entwickeln können und das ist fein. Eine Frage fällt mir jetzt dazu ein, wenn ich mir den Wurzelball so anschaue, muss man den eigentlich auch hin und wieder so aufreißen oder ist das bei den Tomatenpflanzen nicht also, so? Also wenn der jetzt ganz dicht mit Wurzeln ummantelt ist, dann ist es auf jeden Fall wichtig. Mhm. Denn dann mehr oder weniger spürt die Pflanzen ja gar nicht, dass sie jetzt die Möglichkeit hat, dass weiter auseinander geht die Wurzel, dann reiße ich es auf und dann rege ich es dazu an. Mhm. Wenn ich das jetzt da, brauche ich das nicht machen. Weil die stehen ja jetzt schon die paar Minuten oder eigentlich ganz kurze Zeit, wo wir es aus dem Topfwasser haben, die stehen ja jetzt schon die Wurzeln da und dann ist es im Prinzip so, dass die dann schnell im Prinzip sich einen Platz suchen, wo es einfach weiter rauswachsen können. Pflanzenreste wieder als Dünger reingeben. Genau. Dann haben wir die Beschriftung dazu. Die schwarze von der Krim wird ein bisschen größer von der Pflanze. Die sollte man vielleicht ein bisschen stützen. Genau, der können wir jetzt gleich mal einen Stock her tun. Das sagt vielleicht nicht. Neben den Wurzelballen, damit man es nicht praktisch verletzt von den Wurzeln her. Und so, dass es halt gut festhält. Mhm. Und dann später dann ein Band rundherum, ein bisschen breiteres vielleicht, dass man die Pflanze nicht einschnürt, dass sie der Stütze dient und dass man es nicht. Es gibt dann auch unterschiedliche Stäbe, oft hat wer Spiralstäbe oder es hat wer die Möglichkeit, dass er von oben eine Schnur runtergibt. Das ist völlig, völlig ausreichend, dass die Pflanze halt einfach ein wenig Unterstützung hat und sich gut entwickeln kann. So weit hätte man das eigentlich eingesetzt. Was würde da vielleicht dazwischen gut passen? Bei den Paradeisern sage ich immer, alles was am Teller zusammenpasst, passt auch im Beet zusammen. Und was passt am besten zu Paradeiser? Rucola. Rucola und Basilikum. Natürlich. Oh, also das passt auch da dazwischen. Das heißt, wir können da die Plätze, die jetzt da zwischen den Paradeisern sind, können wir ohne weiteres mit Kräutern ausfüllen. Auch ein Oregano oder wenn man selber gern irgendwelche Kräuter hat, die man da dazwischen machen möchte, ist überhaupt kein Problem. Bleiben niedrig, kriegen genügend Licht, weil ja die Pflanzen ausgegeizt werden und tun mehr oder weniger das ergänzen. Und sind eine super Mischkultur. Also die können wir jetzt dann noch dazu setzen, wenn du magst. Platz. Ja, dann machen wir da. Da haben die wir Mischkultur. Einen Rucola, genau. Und ich mache noch Basilikum. Dann haben wir das auch. Wäre ja schade um den Platz. Ja, auf jeden Fall. Gut. So da. Ja, wir werden das Ganze im Auge behalten. Auf jeden Fall. Die Pflanzen werden wachsen. Ich sage jetzt mal, man muss trotzdem ein bisschen dahinter sein. Aber dazu schauen wir uns das im nächsten Video an, was da für weitere Schritte zu beachten sind. Also dranbleiben und weiterschauen. Wenn du mehr über Samenmeier und unser samenfestes Bio-Saatgut erfahren möchtest, abonniere hier unseren YouTube-Kanal, aktiviere die Glocke und du verpasst keinen Beitrag mehr. Also, Pflanze Vielfalt, bis zum nächsten Mal.